Ein nervenaufreibender Abend geht mit einem verdienten Sieger zu Ende. Einziger Wermutstropfen sind die zwei Gegentore, die in der Endabrechnung vielleicht noch schwer wiegen könnten. Aber das Team glaubt trotzdem fest an den Aufstieg. Wir müssen jetzt gut regenerieren und dann fahren wir am Freitag nach München. Und dann denke ich mal, dass wir das nach Hause schaukeln. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir dort ein gutes Spiel machen werden. Und meistens sind wir auswärts noch stärker. Zunächst sah vieles nach einem Katastrophenabend aus. Das Ziel, zu Null zu spielen, war schon nach 3 Minuten Makulatur. Sebastian Mayer bringt die Löwen in Führung, weil Elversbergs Hintermannschaft mit den Gedanken noch nicht richtig bei der Sache ist. Buch kommt nicht in den Zweikampf, Vollmann gedankenschnell und dann hat niemand Mayer auf der Rechnung. 1200 mitgereiste Löwenfans skandieren bereits den Auswärtssieg, doch die SVE reagiert nicht geschockt. Freistoß Jungwirth, Kopfball Wenzel, der 1:1 Ausgleich knapp 10 Minuten nach dem Rückstand. Die SVE beweist bedingungslosen Willen und Kapitän Timo Wenzel, der Fels in der Abwehr, diesmal mit Vollstreckerqualitäten. Doch wieder bringen sich die Hausherren selbst in Schwierigkeiten, weil Torwart Kenneth Kronholm hier zu zögerlich gegen Nejat Aygün agiert. 2:1 für München, 22. Minute, der nächste Nackenschlag. Doch die Saarländer fast im Gegenzug selbstbewusst, wieder mit spielerischer Klasse. Schuck auf Krasniki und der mit links ins Glück. 16. Saisontor für den quirligen Angreifer, das 2:2 der erneute Ausgleich und Sinnbild für die Moral einer Mannschaft, die gestern nicht ein einziges Mal die Köpfe hängen ließ. Gegentore? Europapokal-Arithmetik? Nichts dergleichen. Das ist plötzlich alles nicht mehr wichtig. Ich glaube, das haben wir sehr gut gemacht. Und dann in der Kabine haben wir uns gesagt, jetzt schießen wir das Tor. Und dann kommt die nie wieder zurück. Und so kam es auch. Allerdings hatten die Saarländer zunächst noch eine kurze Drangphase der Löwen zu überstehen. Topstürmer Markus Zierreis, aber nur zweiter Sieger gegen Kenneth Kronholm, der mit einem Reflex die erneute Gästeführung verhindert. Ansonsten kontrolliert Elversberg die Begegnung. Auch weil Münchens Manuel Bühler hier glaubt, mit Marcel Schuck Schlitten fahren zu können. Falsch gedacht. Marc Groß bedankt sich mit einer Flanke, die Maurice Deville per Direktabnahme ins Netz zimmert. Das 3:2. Die SVE liegt erstmals vorne in dieser Partie. Deville, lange an der Kaiserlinde als Chancentod gebrandmarkt, gestern mit effizienter Chancenauswertung. Die Hausherren spielen aber in der zweiten Hälfte nun keinen blinden Angriffsfußball mehr. Oberstes Ziel ist, keinen weiteren Gegentreffer mehr zu kassieren. Und dennoch hätte der eingewechselte Milad Salem mit dem 4:2 sich selbst und den Mitspielern sowie den Fans einen riesen Gefallen tun können. So aber blieb's beim knappen Sieg gegen München, das nach roter Karte für Wannenwetsch wegen dieses rüden Foulspiels gegen Reis die Partie in Unterzahl beendet. Das 3:2 ist ein gefährliches Ergebnis, andererseits reicht jetzt bereits ein Unentschieden. Angst gibt's nicht. Ich denke, 60 hat Angst vor uns, weil wir haben gewonnen, wir haben gezeigt, was wir können und ja, in 60 reißen wir die Hütte. Nur noch ein bisschen Geduld, nur noch wenige Sekunden, dann endlich war es vollbracht. Wahnsinn, was die Mannschaft heute geleistet hat. Hab gleich gesagt, uns reicht ein 1:1. Emotionen pur. Ich hab die Sandra Bertrand hinter mir, ich hab sie geknuddelt. So habe ich noch nie eine fremde Frau geknuddelt. Nach Knuddeln aber sah es lange nicht aus. Die SVE lag zurück, der Aufstiegstraum schien zu platzen, bis 7 Minuten vor dem Ende. Bis Christian Grimm Abedin Krasniki bediente. Das so wichtige 1:1, das Tor zur dritten Liga, das rund 500 Elversberger in einem randvollen Festzelt so erlebten. Elversberg belohnte sich für eine sehr gute Saison und das im entscheidenden Moment mit beinahe unverschämter Lässigkeit. Abedin Krasniki erst Lupfer, dann Volley ins Elversberger Glück. Ja, das ist mit Sicherheit der größte Vereinserfolg, eingleisig dritte Liga deutschlandweit. Meine Spieler sprechen die ganze Zeit davon, sie wollen samstags in der Sportschau mal zu sehen sein in der dritten Liga. Und jetzt haben wir es gepackt.
Und die Löwen, die lagen am Boden. Dabei nahm doch der Abend den von den Gastgebern erhofften Verlauf. Aygün köpfte die Blauen kurz vor der Pause in Feierstimmung. Und das dank unfreiwilliger Elversberger Unterstützung. Torhüter Kenneth Kronholm verschätzte sich beim Rauslaufen. Aygün hatte leichtes Spiel. Und an der Kaiserlinde wurde es ganz still. Zweite Halbzeit, Elversberg nun besser und mit Chancen die beste, vergab Wenzel. Am Ende aber war das egal. Das Ziel war eigentlich viel niedriger gesteckt gewesen. Also wir sind weit übers Ziel hinausgeschossen und das ist dann besonders schön. Wir haben den Aufstieg gepackt, ich denke mit einer kämpferischen Top-Leistung. Ja. Man hat gemerkt, dass jeder wollte und ja, jetzt ist Feiern angesagt. Schunkelnd verabschiedet sich Elversberg aus der Regionalliga und freut sich über das neue Drittligagewand.